Was? Als ob ich jetzt sterbe? Hä? Nein! Was? Willst du mich verarschen? Als ob ich nicht regeneriere im Wasser. Wie unnötig ist das denn? Was ist das für ein Lauch? Auch weil das Wasser so kalt ist oder was? Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Red Dead Redemption 2, Folge 74. Hier war das mal stehen geblieben. Wir haben leider den Vorspann der Mission von Charles Chardonnay schon gesehen. Egal, wir machen die Mission jetzt los. Auf geht's. I can hardly breathe in this city. Yeah, I kind of know what you mean. Why I thought I would find my way in a country founded by Puritans, I'll never know. I know those men. I shot on that bar. Quick, behind here. Was? Ich hoffe mal, er hat das nicht wörtlich so gemacht. Ich hab ihm auf die Theke geschissen. Scheiße. Er hat's echt gemacht, hat den Leuten auf die Theke geschissen, oder was? Back, back, the moneylenders. We go another way. A man owes us money. Hey, we go through here. What's this? Quickly! Schön. Mister. So. Hi. You ain't sold none of your work. There is always a heavy demand for fresh mediocrity, but no kinds of brilliance. Not so much. The new kinds. The hole in the fence. We go through there. Ich hab den auf die Theke geschissen, ey, das war ja das Schärfste. Anywhere you want, mon ami. Oh, oh my goodness. This way, to the end of the docks. I was going to buy the red ones to bring out the colors in your cheeks. But then I thought the push. Hey, I may know these people. But maybe something gayer. A purple perhaps? We are in San Diego. Kennt jeden hier und jeder sowieso auf den. Ah, warum nur? Bar shit. Borrowing, wife stealing. You sure got it. Ticken Scheiße. Ach, das ist. If the purpose of life was to be liked, it would be very boring indeed. I've developed a feeling the purpose ain't to be hated. Hate, love, they are the same. I provoke, I challenge, I amuse, do I not? With my impropriety, a mediocre life is meaningless. A bold life filled with art and truth, dirty truth, that is something that matters. Now, look at you, creepy little thing. Hello, boys. Wenn die wüssten. Ja, sehr schön. Junge, wie lange willst du hier noch laufen, Alter? I hope the sailors know who they're bunking with. We have many weeks together. We will get to know each other well. Well, good luck to all of you. Relax. Hey, up here. She is my ship. We made it. Let's go. Hey, I got it. He's out here. More friend. Ach so, ja, gegen alle.
Wow. So ein Ding ist das nämlich. Charles? Come on, you better hope the ship's leaving soon. My word, you really are a cowboy. Now I have no choice but to leave. Adieu. Merci, mon ami. So long. If they don't like you in the islands, keep on going to the South Pole. Ah, yes. I hear there the light is really fantastic. Au revoir. Was? Oh. Als Prostituierte verkleidet, schlägt sich Chardonnay zu den Docks durch und entkommt Chardonnay und den wütenden Bürgern auf einem Schiff. So, verlasse das Gebiet, um zu verhindern. Oh. Scheiße. Wir werden das einfach mal kurz hier so lösen. Digga, als ob ich jetzt keine Ausdauer mehr habe. Was? Als ob ich jetzt sterbe? Hä? Nein! Was? Willst du mich verarschen? Als ob ich nicht regeneriere im Wasser. Wie unnötig ist das denn? Was ist das für ein Lauch? Ach, weil das Wasser so kalt ist oder was? Ja, wow. Fick dich. Hä? Was ist das denn? Normalerweise kannst du ewig schwimmen, bevor da was passiert. Bitte. Also das sehe ich jetzt echt nicht ein. Das sehe ich doch nicht ein, Mensch. Was? $150? Fick dich. Ohne Scheiß. Sehe ich nicht ein. Ach, ich muss es einsehen, weil ich die Mission nicht nochmal mache mit diesem verrückten Spaß. Sollen wir das mal Tagebuch jetzt wieder lesen, wa? Mit einer guten Kopie eines Meisterwerks. Ja, mich hat das Ganze auch ziemlich verwirrt. Aber ich habe getan, was er mir aufgetragen hat. Denn der Professor änderte seine Meinung schnell, als er gemerkt hat, dass er sonst nie wieder eine Meinung haben würde. Ja, das haben wir schon. So, jetzt hier. Molly hat uns verraten. Dutch hat ihr das Herz gebrochen, also hat sie uns verraten. Das erklärt wohl, wie die Pinkertons uns so leicht finden konnten. Liebe bringt uns dazu, komische Sachen zu tun, noch komischere als der Hass. Sie ist hier aufgetaucht, betrunken und laut und hat uns das alles erzählt. Sie war so bedauernswert, dass ich sie hab verschonen wollen, aber Miss Grimshaw hat ihr kurzerhand eine Kugel verpasst. Ich nehme an, das war richtig so und dass wir keine Wahl hatten. Naja. Das war in unserem neuen Lager. Hoch oben in einem widerlichen Landstrich. Ödland. Oder zumindest so öde, wie es so weit im Osten geht. Unser Versteck hat bis vor kurzem einer Mörderbande gehört. Die nennen sich die Murfrees oder so. Wir haben ein paar von ihnen umgelegt, aber rund um den Wäldern lauern noch mehr. Ich glaube nicht, dass es lange dauert, bis uns die Gesetzeshüter oder die Pekanens auch hier finden. Ich hoffe nur, wir können eine Weile unseren Vorsprung vor ihnen halten oder sogar ausbauen. Ich bin zurück zu Calloway und Levin. Calloway ist immer noch ein besoffener Clown. Er hat mich seinen alten Widersacher entführen lassen, einen gewissen Slim Grant. Am Ende haben sie aufeinander geschossen und Calloway ist auf mich losgegangen. Reden wir nicht darüber, aber Levin hat jetzt sein Buch und ich werde wieder von der Bildfläche verschwinden. Revolver zu spielen ist nichts für mich. Ich bevorzuge das gute, ehrliche Erschießen ohne dieses ganze Getue drumherum. Ich wurde in eine Schlägerei mit einem Riesen mit winzigem Kopf verwickelt. Ja, genau so war es. Er wollte gerade den Barkeeper würgen,
dem den Schnapshahn zugedreht hatte. Er gehört offenbar zu einem Zirkus, der von einer Frau geleitet wird. Marjorie, glaube ich. Sie sucht einen winzigen Zauberer. Tun wir das nicht alle? Er ist hier weggerannt, vermutlich in die Wälder. Hab versprochen, wenn ich ihn sehe, schicke ich ihn zurück. Hab Charles getroffen, den Künstler, aber verkleidet als Prostituierte. Er war auf der Flucht. Sei mal ruhig! Auf der Flucht von mehreren Männern, die ihn beleidigt hatte. Er wollte in die Südsee. Ob wir ihn da vielleicht wiedersehen? Ah, wunderbar. Passt. So, schon wieder ein besoffener Mann, ey. Hört auf, Alkohol zu trinken, ihr Bastarde. Nee, wir machen erstmal das hier. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir lieber erstmal die ganzen optionalen Geschichten. Ja, verpiss dich. Wieder so eine Geschichte, die dauert ja für mich auch nicht lange. Es sind immer so Erpressungen und so. Ich hab Vorfahrt, du Bastard. So, das sieht euch alle. So. Ah, so. Gott, ey, uns geht's ja echt nicht gut. Jetzt geht's uns gut. Oh, Junge, chill mal. Ich wollte gar nicht bremsen. Es gibt Gas. Ich? Du bist der Idiot. Junge, ich schwöre, die sind alle unhöflich zu mir. Ich mach nix. So. So, ja. Morning. Ah, hi. Mann. Okay there. Geh da hoch. Hä? Ey, es kann. Ja, die kann man nur nachts machen, ne? Und jetzt ist es wieder Tag. Da könnte ich echt. Da könnte ich. Klar, mach nur das Fenster kaputt. Dann halt nicht. Dann halt, Sadie, ey, los. Mein Gott, ey, und es war gerade noch verfügbar. Es ist in der Sekunde weggegangen. Es ist wieder so ein Pech, was ich hier habe. Ich könnte mich aufregen. Ich bin heute auch irgendwie ein bisschen gereizter. Es war ein anstrengender Tag heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Man merkt es in jederlei Hinsicht. Man merkt es wirklich. Ich bin hier auch. Guck mal, aber ich kann auch nichts dafür. Ich meine, guck mal, was mit denen da abgeht. Da könnte ich mich. Da kann man es doch nicht anzumalen, sich aufzuregen, oder? Nein, ich bin ganz normal, Freunde. Wie kommt er denn darauf? Reite doch weit. Tja. Er hat doch schon die ganze Zeit in letzter Zeit angefangen rumzusuchen. Oh. Er hat immer gesagt, ja, geht mir gut und so, ja.
Jetzt ging es irgendwie gerade nicht mehr. Now you head in there, friend. Go on. Can I help you? I need a doctor. Oh, just one second, sir. Come in, pal. Come in. Digga, was ist auf einmal mit dem los? I need some help. And so it seems. And that's Dr. Mister to you. I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean, before I start treating you, because I got a family. Yeah, I understand. Here, let do you. Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Breathe. Again. Yeah. Let me see your tongue. Say ah. Ah. What is it? It's not good news. Well, I guess that. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. You... It's a progressive disease. And you'll be... Now, the best thing is rest. And getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Now, wait. Let me get you a little bit more energy today. Okay, da muss man erstmal drauf klarkommen, würde ich sagen. Scheiße. Hä, Kopfgeld 5 Dollar? Junge, das ist das Einzige. Wo ist mein Pferd? Nicht? Ja, mit den Missionen hat sich das mal erledigt, wa? Tuberkulose. Das ist mies. Immer draußen, nachts, im Wasser. We can't change what's done. We can only move on. You have it in you, I can tell. Du bist krank. Solange du krank bist, erhältst du nur Vorteile von einer begrenzten Anzahl Nahrung und Getränken.
Okay, ja, gut. Mission können wir trotzdem noch machen. Immerhin, dann machen wir das doch noch. Aber... ja, scheiße. Ja. Oh, jetzt können wir aber offenbar auch alles wieder machen. Na gut. Any problems coming in? Nah. Guess they know now we ain't in the city. Who, Mr. Milton's friends? Yeah, they've had patrols out ever since you boys disappeared. Well, at least you're alive. For now, yeah. What happened in, Guama? Yeah. Nothing nice. What happened to Dutch? Because he seems... I don't know. Seems as... what began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. A slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John... ah, na super. Das ist jetzt natürlich genau das, was ich gebraucht habe. Bitte rebooten, Junge. Ich starte den PC jetzt nicht neu, Alter. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Ich drück kurz hier auf Pause und mach das mal eben. Bis gleich. So, ne, gestartet. Spiel läuft auch wieder. Und ja, jetzt bin ich auf die Karte gegangen. Jetzt ist das Symbol hier aufgetaucht. Von daher, Freunde, hey, die Adlers, sparen wir uns mal auf die nächste Folge. Und dann machen wir jetzt erstmal das hier. Und dann ist gut. Ich möchte die Folge ein bisschen früher beenden, wahrscheinlich. Ist ja, die Mission dauert jetzt auch noch so lange, aber... ach, schon wieder sowas. Ah, so. Hello, sister. Brother Dorgins and I were talking about you just the other day and hoping we would see you again. How is Brother Dorgins? Oh, he's quite well. A little frustrated with the workings of our order. He keeps trying to be sent overseas, you know, do something with more challenge, maybe be a missionary. He's a lovely man. Sure. And how are you? Never better. Are you sure? I'm quite sure, sister. You know, a long time ago, I was like you. I very much doubt that. Oh, no, I did terrible things, awful things. And I could not stop doing terrible things because I did not believe that goodness existed. And then one day, I saw that love did exist. And ever since then, doing bad things became, well, not impossible, but ridiculous. I guess I'm just hoping for a dignified exit. I shall pray for you. Oh, I'm not a religious man, sister. I'm an outlaw. Oh, what fun. Religion is just a word. Hearts are rarely pure, but equally they are rarely impure either. Well, that's an interesting way of putting it. To me, God is people and people are God. So we must all do what we can. These people are starving. Go find them some food. Don't worry so much about your heart. The actions will lead, and the heart follows. I'll still think of you in very nasty terms, as you wish. Oh, oh, was soll's. A few cents can go at... you know what, sister? I've got some money on me right now. You can buy some food with this. Oh, you're so wonderful, Mr. Morgan. No, that ain't true. I meant wonderful, but so very frightening. Exactly. Arre, caballo! Consider your good deed done for the day. I was a... Mr. Calderon ist dankbar für Arthurs großzügige Spenden. Many more benevolence. Sister Ethel makes a fabulous stew. They would be so happy.
Ich speichere mal schnell rüber. Freunde, ich würde sagen, wir machen diese Folge einfach mal Schluss, weil wir auch in den letzten Folgen immer, ein paar Minuten zu viel überzogen haben. Und ich jetzt auch eigentlich los möchte. Und deswegen, nächste Folge kümmern wir uns dann hier um Sadie Ayla. Es sei denn, bis dahin taucht hier noch mehr auf, aber das werde ich jetzt erstmal nicht sehen. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, nächstes Mal stürzt die Mission auch nicht ab und wir können da ganz normal weiterspielen ohne weitere Probleme. In diesem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.